Wo zur Hölle kommt der jetzt ja, her? Ja, vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Verfügt über mich. Ah! Ich werde angegriffen. Haltet durch, Männer! Sofort. Und los! Ernsthaft, wo ist der hergekommen? Ah ja, Fähigkeitspunkte. Erstmal weiter leben, würde ich sagen. So, jetzt kann ich dich rausschmeißen und kann gleich zwei rausschmeißen. Was für eine Zone der Heilung? Stufe 12 habe ich da, okay. So. Warum habe ich da eine Unverwundbarkeit, wenn das eine Segnung ist? Raus damit. Die Rune ruft. Und da liegt noch ein Schütze herum, den wir noch nicht geplündert haben. Oh, und wir können jetzt das letzte Bevölkerungsupgrade machen. Ja, Scharfschützen. Ach ja, und ihr könnt jetzt auch dahin wandern. Ja, unsere Vorräte sehen jetzt gut aus. Zum Glück haben die einen Burggraben um ihr Dorf gezogen. Oder allgemeinen Graben. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Bereit für den Kampf. Einsatzbereit. Jawohl. So, ich will einfach mal diesen Graben der Vollständigkeit halber aufdecken. Ja, da müssen wir durch den Bereich hier. Gucken, was dahinter liegt. Oh, hier liegt noch ein Hasim rum. Aber erst einmal mit Tario reden. Wieder zurück? Wieder zurück? Eure Quelle ist gereinigt. Wir haben bereits wieder frisches Wasser. Ich danke euch. Wo ist Tantaro? Er ist dem Gift zum Opfer gefallen. Seine Ahnen mögen den armen Kerl zu sich nehmen. Ihr habt uns gerettet.
Lasst uns euch danken. Das Gift kam von dieser Kreatur. Wisst ihr, was das ist? Eine Beißkrake. Früher, als dies wirklich noch eine Bucht war, gab es sie hier recht häufig. Jetzt leben sie in den tiefen Zisternen unter der Erde. Die Hasim benutzen sie, um ihre Waffen zu vergiften. Also wieder eine Teufelei der Hasim. Elendes Pack. Ja. Nochmal Erfahrungspunkte erhalten. Jawohl! Erwarte Befehle! So. Zu Befehl! Einsatzbereit! Dann können wir hier nochmal speichern erstmal. Rot-Silber-Panzer, wenn wir sowas später dann für unseren Träger der Schattenklinge finden, wäre das gar nicht mal schlecht. Wie gesagt, ich bräuchte bessere Beindinge als das, um diese Rüstung abzulegen, weil es gibt, glaube ich, nichts Besseres als diese Rüstung. Auf mein Zeichen! Sofort! Und los! Vorwärts! Sofort! So, dann sofort. Gehen wir mal weiter. Mir nach! Wir müssen erstmal jetzt gucken, dass wir durch die Befestigung durchkommen. Ja, hier oben ist das Problem. Folgt mir! Vorwärts! Schnell! Vorsicht! Wir sind bereit! Hierin schütze uns! Wir sind bereit! Sind bereits in der Luft! Mein Greif wurde verletzt! Oh, das hier sind sogar sieben Meisterschützen. Sie haben es auf uns abgesehen! Sie schlagen zu! Verstärkt die Verteidigung! Verstärkt die Verteidigung! Was soll jetzt noch den großen Feuerwerfer hier einreißen? Bleibt standhaft! Hier hinten ist auch noch ein Gebäude irgendwo. Auf meinem Befehl! Folgt mir! Und los! Schnell! Folgt mir! Für die Rune! Und ja, was mir halt ein bisschen grauen ist, dass wir das Ganze zweimal machen müssen. Sie haben es auf uns abgesehen! Vorsicht! Sie sind hier! Auf mein Zeichen! Schnell! Weil wir müssen das Ganze ja auch noch mal... Mir nach!
dann mit dem Träger der Schattenklinge hier machen. Für die Rune! Verteidigt euch! Sofort! Sofort! Was noch ein bisschen schwieriger werden dürfte, weil, Überraschung, Überraschung, wir haben keinen Urias. Und los! Der für uns, Vorwärts! Verteidigt euch! Zu Ende. Sie haben es auf uns abgesehen! Der für uns Feuerfang spielen wird. Sie verteidigt euch! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Vorsicht! Schlagt sie zurück! Oh, da kommt tatsächlich nochmal ein Angriff. Achtung! Ihr habt gerufen auf eilenden Schwingen. Hierin schenke uns günstigen Wind. Das heißt, ihr bewegt euch zurück. Gora. Gora könnte ich alleine, also mit Urias zusammen, bezwingen. Wir haben ja jetzt bessere Heilung und so. Wie viel Mana habe ich eigentlich? Ja, das ist gut genug. Ein Zurück mit euch! Zurück mit euch! Zurück mit euch! Okay. Gora ist stark. Verteidigt euch! Zurück mit euch! Aber mit Berserk kein Problem. Hier die paar Hasim. Vorsicht! Sie sind hier! Jetzt mal gucken, was hat es mit dem Dämon hier auf sich, mit dem Verschlinger? Es kann doch nicht sein, dass hier ein einzelner Verschlinger in der Gegend rumsteht. Okay, ein Verschlinger, ein paar Feuermeister. Kämpft! Achtung! Verstanden! Kämpft! Ich glaube, es würde etwas effektiver sein, wenn ich meine Heroes mitnehme und nur die Armee hier zum Garden lasse. So, warten wir auf die Heroes. Stattdessen kann ich ja ein paar Meter weiter vorgehen. Mal angucken. Eine Nebelinsel bewachen die. Hm. Okay. Folgt mir. Folgt mir. Ach, na gut, was soll's. Schnell. Hab so das Gefühl, die Mission ist da auf der Insel. Für die Rune. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Okay, man merkt die göttliche Heilung. Die große, die bessere hat es schon drauf. Feindlicher Angriff! Sie sind überall! So. Auf meinen Befehl! Schnell! Gut. Das heißt,
jetzt wird hier erstmal gespeichert. So. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut mal wieder. Also, bis gleich.